Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Virgin Adventures. Und heute geht es um den Conway, den BR-70-Fahrzeug der Briten im Tier-5-Baum zu finden. Ich bin sehr froh, dass ich ihn endlich habe und ihn euch mal zeigen kann. Ah, ich freue mich voll auf den Panzer. Er ist echt mega. Wir haben eine 12-Zentimeter Kanone. Der Panzer wie ganze 50 Tonnen. 562 PS, aber eine Höchstgeschwindigkeit von 37 km/h. Wir müssen 18,1 Sekunden nachladen. Ein bisschen lange, aber das liegt daran, dass er hier eine zweiteilige Munition hat und wir leider nur einen Ladeschütze zur Verfügung haben. Wenn man bedenkt, andere Panzer von dem Kaliber, die auch zweiteilige Munition besitzen, haben dann schon eher zwei Ladeschützen. Gucken wir uns mal ganz kurz die Granaten an. Wir haben hier eine Schott L1 G-Granate. Sie hat 9,1 Kilogramm Geschossmasse und eine sagenhafte Mündungsgeschwindigkeit von 1493 Metern in Sekunde. Das ist echt genial. Die Durchschlagsleistung beträgt 361 mm auf 100 Meter. Wahnsinn, auf 1500 Meter immer noch 339 mm. Wahnsinn. Wir haben noch eine Hechgranate, 150 mm Durchschlag auf allen Entfernungen, 16 Kilogramm schwer, Mündungsgeschwindigkeit 792 Meter die Sekunde, Sprengstofftyp ist RDX TNT 4060, Sprengstoffmasse sind hier 3,1 Kilogramm, das entspricht einer TNT-Ladung von 3,97 Kilogramm, also 3970 Gramm. Gucken wir uns mal ganz kurz die Module an. Wie habt ihr schon erwähnt, wir haben hier eine zweiteilige Munition. Das ist ein bisschen gefährlich. Wenn wir einen Schuss auf die Treibsätze kriegen, platzen wir definitiv auseinander. Gerade hier vorne ist das gefährlich. Wenn uns ein Gegner flankiert und hier einen reinwirkt, dann sind wir auf jeden Fall kaputt. Das ist so die Schwachstelle von dem Panzer. Ich glaube auch nicht, dass es hier sinnvoll ist. Ja, doch, nimmt weniger Munition mit in den Panzer, dass hier das verschwindet. Dass der Oberbereich des Turmes leer ist, damit nur hier Granaten sind und hier vorne Granaten. Müssen wir gleich mal gucken, in die Module reingucken, im Gefecht, ob das geklappt hat. Wie ihr sehen könnt, hier wirklich nur ein Lader. Da, die arme Sau, muss dann erstmal die Treibsätze, erst die Granaten und dann die Treibsätze reinstopfen. Ja, schafft das alles aber in 18,1 Sekunden. Andere Panzer brauchen eine halbe Minute. Wir haben noch Kraftstofftanks hier vorne. Sind recht kleine Kraftstofftanks. Ist ein großer Panzer. Aber ich denke mal, wenn uns eine Flak beackert von der Seite, schafft ihr es auch, uns auch rauszunehmen. Zumindest einen Brand zu schießen. Ich habe ja ein schönes Gefecht für euch. Ein RB-Gefecht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Kurze Info noch, warum ich habe gerade eben ja ein Video hochgeladen über die Schiffspakete. Die Schiffspakete sind da. Es ist ein bisschen schwierig, sie zu finden, deswegen habe ich das Info-Video hochgeladen. Wir können mal ganz kurz gucken. Wir haben hier Ereignisse und Turniere. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Beta gestartet hat. Vorhin hatten ist ein Update aufgezogen worden. Naval Battles, ich nehme mal an, das ist die Closed Beta. Können wir ganz kurz drauf gehen. Ich weiß es aber nicht. Hier steht Pre-Testing. Ne? Dann, wenn ihr hier auf Teilnehmen geht, kommt Online-Shop. Dann drückt ihr hier drauf, aber da sind keine Pakete. Die Pakete findet ihr, wie beschrieben, in dem Info-Video. Ich werde auf jeden Fall mir eins holen und dann, ja, Schiffe Let's Play. Aber jetzt erstmal Conway. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ihr Lieben, wir sind in Bulukulams gelandet mit unserem Conway. Und ja, schauen wir mal. 260 Punkte. Damit dürften wir eigentlich in unserem Tier sein. Ah, 6-7er. Da ist ein 7-0er. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Frage ist, wo fahren wir jetzt hin, ohne direkt drauf zu gehen? Fahren wir einfach mal hinterher.
So, nice, nice. Ja, Conway, mega. Ihr seht, er hat schon einiges von mir bekommen. Tarnung spendiert bekommen. Ja, hab halt lange auf ihn gewartet und sehr gefreut. Und ihr wisst, wenn ich mich auf einen Panzer besonders freue, dann habe ich mal Spendierhosen an. Und dann kriegt ihr auch mal eine schöne Tarnung verpasst. Gegen den Firma? Gegen die Russen. Naja. Schauen wir mal, ob wir hier unseren Namen alle Ehre machen können. Oder, was heißt Namen? Den Grund, warum dieser Panzer gebaut worden ist von den Briten. Ist ja ein IS. Er wurde dazu gebaut, um einen erfolgreichen Panzer zu haben gegen die IS-Fahrzeuge der Russen oder so. Ja? Augen auf Sektor. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Wir spielen in letzter Zeit viel zu wenig War Thunder. Ehrlich, ich merke das immer wieder. Ich liebe dieses Spiel. Und es tut mir einfach, ja, in der Seele weh. Die Naval Battles, die waren ja eigentlich, also die Pre-Beta, der Test, wo jeder teilnehmen konnte für die Schiffe. Ja, ich fand das ziemlich cool eigentlich. Und, oh, da ist einer. Oh. Ich sehe nichts, aber da ist er, verschwunden. Frage ist jetzt, wenn ich schieße, auf was schieße ich, ne? So. Sorry. Da haben wir noch mehr. Da war noch einer. Sehr auch nichts. Da, der schießt gerade. Ah, da ist er. Mist. Wir müssen zurückziehen. Der schießt auf uns. Hilfe, da vorne ist noch einer. Genau hier. Ne, da. Kommt da. Ah, gebounced, ey. Mist. Da noch. Sehe nichts. Oh. Wir werden flankiert. Müssen wir auf unsere Flanke aufpassen. Wieso sehen Sie den nix? Sie sehen absolut nix. Oh. Jetzt sehe ich aber was. Nein! Komm.
Komm, lad, 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 lad. Zack, nice. Sind hier noch mehr? Ich denke. Hier ist eine kleine Senke. Da hinten war noch was. Boah, die... Wir sind hier voll fett am Ablosen, ne? Zwei Leute fliegen, okay. Was haben wir da? Oh oh. Vor mir ist was. Scheiß Baum. Ich sehe nichts. Da. Wo ist der? Boah! Ja. Ja. Ja, Augen auf die Karte. Das ist mein erstes Gefecht heute. Ich bin noch ein bisschen zaghaft unterwegs. Nehmen wir mal unseren Centurion. Ist ja auch recht nice. MK1 Shot nehmen wir mal raus. So. Ja, auf die! Da fliegen schon die Bomben. T34 an 100. Oh oh. Und wo wurde der jetzt geschossen? Von oben. Da oben kommt einer. Zack, unbeschädigt. Oh mein Gott. Boah, Glück gehabt. Na. Kommt der nächste. Nein, 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 Scheiße. Ja, was will man da noch machen? Was ich denn Tortoise nehmen soll? Oh, direkt neben uns so einer. Hier wurde gerade irgendwas. Oh, da. Der T34 knallt mich jetzt ab. Turm brauche ich gar nicht erschießen. Ich muss irgendwie... Treffer. Bonner zerstört, sehr schön. Nice, nice. Okay, wir können nichts mehr machen. Der ist kaputt. So, wir brennen. Löschen. Von hinten. Ah, Mist. Okay, wenigstens konnten wir es so machen, dass die Panther und so nicht gekillt wurden. Aber ich glaube, das war's jetzt. Nein, Raven. Aber. Tja, soll ich noch reißen? Die Zeit ist vorbei. Leider Gottes. Aber nicht schlecht fürs erste Gefecht. Ja, Wochenende gehört zu mehr mir und meiner, oder meiner Frau und mir. Ja, sehen uns an der Woche kaum.
Ich arbeite in der Arztpraxis und ist da immer sehr lange beschäftigt. So, wir sind in. Ja, wir haben Platz 4 erreicht. Zwei zerstörte Bodeneinheiten gemacht, eine Abschusshilfe, einen kritischen Treffer, 8 Treffer insgesamt, Aktivität 76%, 1000 Silverlines, 10.000 Silverlines, 2434 Fahrzeugforschungspunkte. Bin ein bisschen schockiert über das Silverlines-Ergebnis, aber ich meine, wir haben auch nicht so viel gerissen, von daher schauen wir mal, was im nächsten Gefecht so abgeht. So, wir sind im schönen Osteuropa gelandet. Und ja, 220 Fahrzeugpunkte sind laut hier in diesem Gefecht. Werden wohl gegen, ja, na, 7-3er und 7-7er antreten müssen. Ich bin gerade ein bisschen geschockt. Okay, wir sind Panzerjäger. Das vergesse ich immer bei den Panzer. Weil der so groß ist, kommt immer wie so ein, ja, mittelschwerer, schwerer Panzer rüber. Oh, ich hab's gewusst. Und da ist die Maus. 7-7. Haha. Tja. 220 Punkte, ne? Aber das reißen wir schon. Wir fahren gegen die Russen und ich denke mal, wir sind mit unserer 12 cm Kanone gut gerüstet gegen die. Ich glaube, aber jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte meinen Weg nach A finden müssen. Und zwar durch die eine kleine Gasse. Bin mir aber auch nicht so sicher, weil wir haben hier ja mehr was für aus der Distanz. Schöne Langrohrkanone. Ja, aber auch hier muss ich natürlich noch lernen, mit dem Panzer umzugehen. Ich finde ihn gut. Er macht auch Spaß. Vor allem, dass man nicht so hoch zielen muss. Das hat der Gaijin noch ein bisschen verändert, wegen den ja, ganzen Ärger, den es da gab mit dem SDRV. Weil er halt so eine nahe, ja, so einen besseren Zoom hatte. Und dann haben die das ein bisschen abgeändert. Jetzt haben alle Fahrzeuge besseren Zoom. Leider sind dadurch auch die Striche etwas weiter auseinander. Vorher waren die alle so schön eng aneinander gepappt, da brauchte man einfach nur in die Richtung zu halten und schon hat man den Gegner getroffen. Das ist jetzt leider Gottes nicht mehr so. Aber naja, ich denke mal, alles eine Frage der Gewöhnung. Und wenn wir hier nicht rauskommen, sind wir gleich platt. Definitiv. Wir müssen hier wieder wegkommen. Um Gottes Willen, was habe ich gemacht? Oh mein Gott, ich häng fest. Oh oh. Oh oh. Nein! Bitte, bitte, bitte raus hier. Oh mein Gott. Komm hier raus. Oh, um Gottes Willen, ey. Gaijin, willst du mich verarschen oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat mich gesehen, seht ihr? Zack. Nein, ich hab da durchgeschossen. Hahaha, er hat verschossen. Ich hab ihn aber gespottet. Komm, trau dich, Junge. Zack, Bunker zerstört. Sehr nice. Komm. Nein, da sind noch mehr. Spotten, spotten, spotten. Was haben wir da? Scheiße. Okay, wir haben Schuss abgekriegt.
Ich muss echt Vollstopp geben, damit ich zielen kann, Leute, wa? Scheiße, ah, Mist. Ah, der kam von hinten. So, diesmal sind wir auf Corellin gelandet. Corellia. Und ja, 260 Fahrzeugpunkte. Bin noch ein bisschen unschlüssig, wo ich einsteigen soll. Ich steig mal hier ein. Wer weiß, wozu es gut ist. Bei der langen Kanone. So. Ich wollte noch ein bisschen was sagen zu dem Naval Battle Video von mir. Ich hab, mir ist ja einigen von euch ist es schon aufgefallen, ein kleiner Fehler unterlaufen. Wir waren da alle ziemlich überrascht von und so, und ich konnte mir dann nichts durchlesen, weil ich sehr wenig Zeit, keine Stunde mehr Zeit hatte, um Videos zu machen. Ich hatte 3 Gefechte, dann ist mein Mikro kaputt gegangen. Zum Glück konnte ich ein Gefecht ganz normal Let's Playen für euch. Dann ist mir aber bei der Einsicht der anderen beiden Gefechte aufgefallen, dass mein Mikrofon rauscht und die Stimme sehr dumpf ist. Und das wollte ich euch ja nicht mehr zumuten. Des anderen ist mir der Fehler passiert, dass ich davon ausgegangen bin, dass sie das Projekt 1124 Boot geändert haben und die Raketen rausgenommen haben. Dabei war das ein ganz anderes Boot, was ich da gespielt habe. Ich habe den Titel und so schon geändert, aber für den Inhalt des Videos, ja, war es leider schon zu spät. Nichtsdestotrotz, um euch dann Naval Battles näher zu bringen und zu zeigen, wie das, was da halt, wie es aussieht und also was, habe ich es natürlich dann drinnen gelassen und nicht komplett rausgenommen. Ich bitte dies zu entschuldigen, habt ein bisschen Nachsicht und ich denke mal, die zukünftigen Gefechte werden dann besser sein. Was ich noch sagen wollte, war, ich werde ja natürlich an die Beta teilnehmen. Werde dann auch ausführlich natürlich die Schiffe Let's Playen. Und die Pre-Beta, was da wir jetzt da spielen konnten, das war ja eine offene. Da konnten alle dran teilnehmen. Ihr hättet ein Flugzeug nehmen können. So habe ich das jetzt zumindest verstanden, was passt. Und dann habt ihr von Gaijin 2 Schiffe zur Verfügung bekommen. Für die jeweilige Nation, die ihr da gerade ausgewählt hattet. Und konntet diese dann spielen. So. Das Ganze ging dann, ich glaube, 2x3 Stunden oder 4 Stunden. Und dann war es auch schon wieder vorbei. Ja. Das war das so, was ich mitbekommen habe. Kann sein, dass das nicht so ganz korrekt ist. Und ihr da andere Informationen habt, anderes gesehen habt. Ja. Könnt mir dann ja mal in die, in euer Feedback dazu ein bisschen in die. Was heißt Feedback? Wie fandet ihr es? Wie ist euch rübergekommen und so? Feedback möchte ich mich an dieser Stelle nicht erlauben. Es ist halt eine Prä-Beta, ne? Also eine Beta und muss natürlich noch viel dran geändert werden. Aber im Großen und Ganzen hat es mir natürlich sehr viel Spaß gemacht und auch sehr gefallen. Ja, freue mich. So, und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier nicht direkt drauf gehen. Was wir aber gleich tun werden, weil ich keinen Plan habe, was ich hier mache, verdammt nochmal. Wir müssen definitiv hier weg. Aus der Deckung, in die Deckung, sonst werden wir gleich weggeschnappt. Hier vorne sind auf jeden Fall Panzer, habe ich gerade gesehen auf der Minimap. Ich bin auch mal gespannt, ob das etwas auffällt an der Videoqualität. Hahaha, mir ist da nämlich was aufgefallen, aber das erzähle ich euch nachher. Oh oh. Ich glaube, wir sterben jetzt. Will mir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ja, da ist einer. Da. Der war kaputt. Ach, das war... Ah, Mist, wie peinlich, ey. Wo ist der?
Aber der will mich jetzt hier umrunden oder was? Ich glaube, hier vorne ist auch einer lang gefahren. Scheiße. Stehe ich hier mit meinem Talent, ey. Wo ist der? Da. Nice! Da ist noch einer. Ah, Mist, da kamen die zwei von vorne. Boah, ich hab's im Urin gehabt. So, diesmal sind wir in Stalingrad gelandet. 290 Fahrzeugpunkte, Panzerjäger. Ich denk mal, damit können wir ganz gut leben. Vielleicht sehen wir einen 7-3er, wenn wir Pech haben. Aber wir dürften vorüber überwiegend nur 7-0er hier drin haben. Da ist schon einer. Schaut ganz so aus, ob wir nur gegen die Deutschen fahren. Jawohl. Jawohl. Nur gegen die Deutschen. Ja, sehr schön. Kriegen wir so auch voll auf die Fresse. Macht aber nichts. Ich hab vorne auf der Map einen kleinen Fehler gemacht. Moment. Ja. Und zwar bin ich da gespawnt, wo es etwas hügeliger zugeht. Ich hätte aber da spawnen müssen. Ja, wo es für den Convoy besser ist. Ein bisschen mehr Flachland, kleine Versteckmöglichkeiten, um dann besser auf den Gegner zu wirken. Deswegen fahre ich jetzt mit dem Convoy mal hier lang, damit wir mehr und ja, ihr wisst schon, was ich meine, mehr offene Fläche haben. So. Oh, direkt vor uns hier ist einer. Da, Tiger. Kritischer Treffer. Oh, wir müssen aufpassen. Wir müssen schneller laden. Der hat verschossen. Der leckt aber stark, wa? Crit. Ja, schön gebounced. Abschusshilfe. Was haben wir da hinten? Ah, wenn ihr mal guckt, so, ich bin jetzt hier gerade gewinkelt, ne?
Aber war gut was ausgehalten, ne? Zack. Tiger gebounced. Weiß nicht, ob ich die Hash nehmen soll. Das ist ein Tiger eh übrigens. Wo ist der? Da. Crit, brennt. Abschusshilfe. Sehr schön. Wo ist der Tiger eh? Da kommt er. Oh mein Gott, da kommt noch einer. Crit. Wir werden überrannt. Scheiße, ich bin tot. Boah, fuck. Da sind wir leicht überrannt worden. Okay, gucken wir mal, was wir mit dem sind. Turion hier rausreißen können. Da kommt ein Tiger 2 um die Ecke. Mein lieber Scholli. Ich weiß nicht so genau, wo der ist. Da. Der hat uns bestimmt gesehen. Sind gebounced. Wir laden schneller nach. Treffer. Der hat jetzt nachgeladen. Zack, Treffer unbeschädigt. Augen auf die Karte. Da ist noch einer. Scheiße. Da ist er. Scheiße. Ah, ey, Leute. Das kannst du auch kein zeigen hier, wa? Schon wieder der Scheiß. Ah, um Gottes Willen. Ein Kack-Spawn-Killer hier, wa? Immer ihr Scheiß-Spawn-Killer. Ja, mach mich tot. Mach mich kaputt, du Idiot. Diesmal sind wir in Finnland gelandet und ich wollte eigentlich noch ein bisschen, ja, mehr Hash mitnehmen. Ja, oder wie die heißen. Ja, stimmt, der Hash. So, steigen ein und werden dann... nach hier vorne fahren bei A. Zehn. Muss man gut zielen. Mit Hash sowieso, weil wir halt nicht diese, ja, großen... Ihr weißt schon, was ich meine hier, die Striche. Wenn man auf... Man sieht hier... Okay, jetzt noch nicht, muss ich einladen. Ha, was ist nur los?
leicht durcheinander, oder was? Ihr wisst, was ich meine. Die Abstände von den Strichen, die sind halt, ne? Größer und man muss höher einzielen mit den Hechgranaten. Aber ich denke mal, das packen wir schon. So, gucken mal, wer hier nach... Na du? Alles gut? Gucken mal, wer hier alles rushen will nach A. Da, oh, 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 oh. Uppala! Gegen den Schwimmer. Ruskis and Germans. Schade, dass ich den nicht getroffen habe. Das ist ein Russe. Der weiß, wo ich bin. Oh nein, 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 nein. Oh, Mano. Jawohl! Nice, 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 nice. Nice. Der war so geil, der Schuss. Oh. Ist da noch einer? Ich habe irgendwie so ein neues Mikro. Ich habe ja gesagt, dass mir bei den Booten mein Mikro gefreckt ist. Das war dann, ich hatte drei Gefechte, wie gesagt, ne? Dann waren zwei so leise, die letzten beiden. Und ja, damit jetzt nicht nochmal ein Video oder so in die Binsen geht, habe ich mir nochmal ein Mikro gekauft. Ich wollte mir ein Turtle Beach kaufen, aber meine Frau meinte dann so, vielleicht wollte ich dir eins holen zu Weihnachten. Upsi. Und dann, ja, habe ich mir jetzt erstmal nochmal so ein normales geholt, sage ich mal. Ja, und hoffe mal, dass ich halt ein schönes zu Weihnachten bekomme. War ja lieb. Wo ist der? Also der ist da nicht, ich habe nicht gesehen, dass er da rüber gefahren ist. Augen auf die Karte. Augen auf die Karte. Augen auf die Karte. Na, 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 dann nehmen wir mal die Karte. Augen auf die Karte. War da, ne? Oh, lockerlele, locker, lockerle. Hat den rausgenommen, ne? So. Ist noch was für mich? Nix. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Süß. Ja. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Ich glaube, ein bisschen Kakerlavern gehört auch mit dazu, ne? wir sehen hier nichts mehr. Ich denke mal, wir fahren mal zu einer anderen Posi. Hoffentlich ist jetzt hier kein Spawnkiller. Okay. Oh, Lackelele. Ich bin jetzt am Überlegen, fahren wir nach C oder nach B? B ist näher, ne? Der B ist näher. Ich glaube, dann fahren wir nach B.
So, ein bisschen was reißen, ansonsten gehen wir hier wieder nur mit einem Abschuss raus. Was eigentlich nicht schlimm ist. Bei C ist viel los, ne? Gucken wir mal, was hier so passiert. Oh. Tiger 2H. Vor uns ist irgendwo ein Tiger 2H. C wurde neutralisiert vom Gegner. Da schenkt sich auch nichts, ne? Guck, wenn ich zoome oder so, ne? Das ist immer nur das ganz wenig. Ja, ja, ja. Wo ist der? Ja, weg ist er. Tiger 2H. Der hat den leider nicht gezeigt, wo der steht. Da. Nachladen, nachladen, schneller, schneller, schneller. Nein! So, da sind wir wieder zurück in der Garage mit unserem Conway 2. Und ihr habt gesehen, er ist halt groß. Der Turm ist nicht zu übersehen. Wir sind halt ein großer Panzer und jeder schießt dann gerne auf ein großes Ziel. Gucken wir uns mal ganz schnell den Schutz an. Wir haben hier ein Panzerjäger, wo der Turm mit 132 mm angegeben ist. Panzerjäger ist nicht schlecht, aber auf dem BR-70 penetriert jeder diesen Panzer. Wir haben in der Wanne, an der unteren Wanne, eine effektive Panzerung von 138 mm in einem 47-Grad-Winkel. Oben sind es 190 mm. Bis hin zu 124 mm im 58 Grad Winkel. Und wenn wir den Konvoi anwinkeln, bekommen wir eine effektive Panzerung von 137 mm bis hin zu 146 mm. Im unteren Bereich sind es dann 166 mm bis hin zu 177 mm. Warum ist das interessant, wenn man den unteren Bereich zeigt hier und also was? Das ist ganz einfach, man weiß dann, ja, wie muss ich mich verhalten, wo muss ich meine Wanne verstecken, welche Seite muss ich verstecken, muss ich mich hinterm Stein verstecken, kann ich, reicht es aus, wenn ich den Panzer einfach nur anwinkel, muss ich meinen Turm wegdrehen nach dem Schuss, wenn ich einem Gegner gegenüberstehe und so, dass ich halt Chancen habe, dass die gegnerischen Schüsse bouncen oder wenn ich Schaden anrichten. Deswegen ist es sehr interessant, wenn man seinen Panzer, oder eher gesagt, umso besser man sein Fahrzeug kennt, auch die Panzerung, umso länger und ja, umso länger kann man überleben und besser agieren mit dieses Fahrzeug, mit diesem Fahrzeug. Ja, kommen wir auf den Turm zu sprechen. Wie gesagt, jeder haut da gerne drauf. Ich selber auch, wenn ich einen Conway sehe, dann baller ich immer auf den schönen Turm drauf. Wir haben hier vorne 141 mm effektive Panzerungsstärke. Das ändert sich ein kleines bisschen. Ihr seht schon, hier in der Mitte sind es 153 mm. Das ist nicht schlecht, aber leider auf dem BR von ja, 7.0 nicht gerade viel.
Wir haben hier unten dann noch 117 mm, ist dann so die kleine Schwachstelle von diesem Panzer. Jeder, der da drauf schießt, kommt definitiv rein. Ja, unten in dem Unterraumbereich sind es dann, Drehkranz nicht drauf. Ich wollte eigentlich den Drehkranz drauf bekommen. 145 mm. Aber das ist nicht der Drehkranz. Naja, guck mal. Uns mal die Seiten an. Hier sind es dann schon 100 mm effektive Panzerung. Und hier sind es dann halt nur noch 48,5 mm. Und ganz hinten sogar nur 36,1 mm. Das bedeutet, wenn uns eine Flak umrundet, war es das für uns. Wir sind nicht gerade der schnellste Panzer, obwohl wir ein Panzerjäger sind. Dafür sind wir einfach zu schwer. Wir haben 58,8 Tonnen und das heißt schon was. Und hier sehen könnt, hinten sind es dann auch nur noch 38,1 mm und die Luke ist sogar nur 20,1 mm. Es reicht aus, wenn uns eine Tier 1 Flak umrundet, dann sind wir definitiv kaputt. Leider Gottes passiert dies immer wieder in diesem Spiel und ja, wir werden dann halt so von den Flugzeugen rausgebombt, weil sich keiner mehr um die Panzer kümmert. Ich selber bin nicht besser, ich mache es auch. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit habe, auf ein Flugzeug zu schießen, dann mache ich das auch. Wenn ich einen Panzer sehe, schieße ich natürlich auch auf einen Panzer. Kommen wir nochmal ganz kurz hier auf die Seite zu sprechen. Wenn ich sie drauf bekomme hier. Wir haben, wenn wir ihn anwinkeln, noch an der Seite eine effektive Panzerung von 140 mm bis hin zu 160 mm. Das ist schon was, gerade weil hier es auch darum geht, dass Schüsse bouncen. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut über den Convoy. Bin ein bisschen, hier oben ist sogar auch noch eine Schwachstelle, 55,4 mm. Bin leicht enttäuscht, muss ich sagen. Aber das liegt nicht, an dem Panzer, das liegt an mir. Mir ist gestern klar geworden, ich spiele zu wenig Warsunder in letzter Zeit. Ich muss mehr spielen. Das werde ich auch tun. Ich werde mehr Videos produzieren. Und ja, hoffe, dass es dann in Zukunft besser klappt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr belohnt uns mit einem Daumen nach oben. Und solltet ihr Fragen zum Spiel haben, Fragen zum Panzer, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr einen Let's Play-Wunsch habt, immer her damit. Ich freue mich sehr darüber. Dann weiß ich insofern, in welche Richtung ich Let's Playe. Und ja, wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr ja mal über ein Abo nachdenken. Ich wünsche euch viel Spaß im Spiel. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.